Bevor ich richtig loslege, möchte ich nur eben kurz festhalten, dass ich mit diesem Video keine Positionen einnehmen möchte. Ich möchte nur ein paar meiner Grundideen und Beobachtungen zum Thema Religion aufzeigen. Die erste Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte, betrifft den Blickwinkel auf das Thema Religion, genauer gesagt auf das Thema Notwendigkeit von Göttern. Ich möchte das Ganze am Beispiel von Inari erklären. Inari ist eine Fruchtbarkeitsgöttin im Shintoismus. Also ich hatte, ich glaube 2010 war es, mit The Amazing Satirist eine, ja im Grunde Diskussion am Telefon, ob Götter nun notwendig sind oder nicht. Das heißt, ob Götter existieren und wenn sie existieren, ob sie überhaupt irgendeinen Sinn haben. Sein Argument war folgendes. Die Biologie erklärt uns, wie das Ganze mit der Fruchtbarkeit läuft. Von der Empfängnis bis zur Geburt kennen wir im Grunde jeden Teil der Schwangerschaft und es ist alles auf vollkommen natürliche Gründe zurückzuführen. Das heißt, für Götter besteht in diesem Zusammenhang absolut keine Notwendigkeit. Das heißt, in dieser Weltsicht ist das Natürliche und das Göttliche getrennt. Wenn wir etwas durch Biologie, Physik oder sonst irgendwas erklären können, ist ein Gott vollkommen unnötig und wird somit als störender Faktor weggelassen. Um die andere Sichtweise zu erklären, muss ich ein bisschen weiter zurück. Im Grunde zum Kernbestand der Naturreligion. Naturreligionen haben im Grunde eine wichtige Frage, auf der alles basiert. Woher kommt das? Nehmen wir mal als Beispiel ein Gewitter. Man sieht irgendwo einen Blitz einschlagen und man überlegt sich, okay, woher kommt das? Und weil natürlich unsere Vorfahren keine Ahnung von Ladungen und Entladungen hatten, denken die sich, das sieht so ähnlich aus, als wenn wir einen Speer werfen. Und der Gedanke geht weiter, aber der Speer fliegt nicht alleine. Das heißt, im Kopf bildet sich eine logische Schlussfolgerung, die daraus besteht, Blitze sind im Grunde wie Speere, Speere fliegen nicht allein, ergo jemand muss diese Speere aus Licht, diese Blitze werfen. Das heißt, es entsteht der Gedanke eines Wesens, das in den Wolken lebt und Speere wirft aus Licht. Das heißt, ein Blitzgott entsteht. Der Gedanke hinter diesem Blitzgott ist nicht, Gewitter gibt es sowieso und ab und zu wirft der Blitzgott auch noch mal was, sondern der Gedanke ist folgender: Gäbe es diesen Gott der Blitze nicht, gäbe es kein Gewitter. Das heißt, aus der Sicht der Religion sind Natur und das Göttliche ein und dasselbe. Nachdem ich jetzt beide Positionen ein wenig erklärt habe, möchte ich nochmal klarstellen, dass ich mit diesem Video selber keine Position einnehmen möchte. Ich kenne beide Positionen aus der jeweiligen Warte was abgewinnen. Aus der Sicht eines Atheisten ist das Göttliche etwas Fremdes, man müsste es ja eigentlich messen können. Sonst hat es ja keinen Sinn, zu irgendwas zu beten, wenn es eh nichts ändert. Während aus der Sicht eines, sagen wir mal, alten Ägypters, der Lauf der Sonne ein Beweis dafür ist, dass es Ra gibt. Würde es Ra nicht geben, würde die Sonne nicht wieder aufgehen. Das heißt, ja, gut, dass es Ra gibt. Ich möchte mit diesem Video eigentlich nur zeigen, dass es verschiedene Blickwinkel gibt und dass darum Diskussionen häufig, ja, ein bisschen ins Sinnlose abdriften können. Das war's soweit erstmal von mir. Eure Ideen, Gedanken und das sonstige Zeug wie immer in die Kommentare. Ich habe versucht, meine Redepausen ein wenig zu schneiden. Ich hoffe, das ist positiv aufgefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.